Vielen Einzelunternehmern und Kleinunternehmen geht es ja so, sie haben zu wenig Besucher auf der Website und infolgedessen auch zu wenig Verkäufe und natürlich zu wenig Anfragen. Es kann einerseits an zu wenig Zeit liegen, zu wenig Lust oder aber auch zu wenig Wissen, wie du mehr Besucher bekommen kannst. Wenn es dir auch so geht, dann bleib jetzt bitte dran, denn dann möchte ich dir heute eine Möglichkeit vorstellen, wie du in Google bei den Suchergebnissen ganz oben erscheinst. Und zwar noch dazu mit wenig Budget. Das heißt, du erscheinst ganz oben, bekommst mehr Besucher, mehr Verkäufe, mehr Anfragen. Dazu habe ich heute meinen Interviewgast eingeladen, die Melanie Hawkes. Melanie ist Suchmaschinenoptimierungsexpertin und auch Expertin für Google Ads. Und das heißt eben bezahlte Google Werbung. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit dir sprechen, Melanie. Danke, dass du da bist. Danke für die Einladung, Birgit. Sehr gerne. Genau, also mir ist es eben auch wichtig, dass die Zuhörer dann selbst entscheiden können, ob das Google Ads für sie etwas sind oder nicht, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, Google Ads muss nicht unbedingt teuer sein, es ist auch mit wenig Budget möglich. Genau. Also, du hast eben dich wirklich auf Kleinunternehmer spezialisiert. Genau. Was kannst du sagen, für wen lohnt es sich überhaupt, Google Ads zu schalten? Ist das irgendwie branchenabhängig? Gibt es Branchen, für die es sich mehr oder weniger lohnt oder ist es ganz egal oder wovon hängt das ab? Was kannst du dazu sagen? Also ich würde sagen, man kann es, bei Google muss man immer vom Nutzerverhalten ausgehen. Mhm. Es ist ja eine Suchmaschine, mit der wir alle nach bestimmten Dingen suchen. Das heißt, Werbung oder auch Suchmaschinenoptimierung lohnt sich für alle Unternehmer, die was anbieten, was bei Google gesucht wird. Im Grunde was Bekanntes. Also wenn du eine bestimmte Beratung anbietest oder, also ich mache jetzt mal konkrete Beispiele. Du zum Beispiel bietest Webdesign an, danach wird viel gesucht. Oder es gibt Therapeuten, Massagepraxen, Physiotherapeuten, Rechtsberater, solche Sachen. Also alles, was die Leute kennen und wo man zu Google geht und sagt, da suche ich jetzt mal jemanden. Für diese Unternehmen lohnt es sich grundsätzlich mal Anzeigen zu schalten, weil es gibt Suchvolumen. Mhm. Ja. Und dann unterscheidet sich das natürlich immer, die Anzeigen bezahlt man ja nach Klick, also je nachdem, wie häufig jemand klickt, mhm. desto mehr bezahlt man an Google dafür. Ja. Und da stellt sich dann eher die Frage, wie teuer sind die Klicks in der Branche? Und da, man kann zwar vorher mal reinschauen, es gibt Tools, mit denen man das, mit denen man dann einen Blick drauf werfen kann und auch so ein bisschen eine Vorstellung davon kriegen, wie viel man investieren müsste, aber auch die Klickkosten variieren sehr stark. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich eintauchen soll, Birgit, ja. um nicht gleich alles zu erschlagen. Aber hängt ja. Das sicher von den Keywörtern ab, die ich auswähle. Das heißt, wenn für das eine Keyword der Klickpreis recht hoch ist, könnte ich mir rein theoretisch ein anderes suchen, wo der Klickpreis niedriger ist, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Also es hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Das eine sind tatsächlich, also es ist wichtig, dass man die richtigen Keywords findet. Das ist manchmal auch ein bisschen eine Suche. Also das ist nicht so, dass man das immer gleich von Anfang an auf Anhieb hat, sondern mhm. manchmal muss man auch ausprobieren und dann sieht man, wie die Leute reagieren, welche Keywords funktionieren, welche günstiger sind. Ja. So ganz pauschal kann ich sagen, dass oft Longtail-Keywords, also Keywords, die aus mehreren Worten bestehen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, WordPress-Seite erstellen lassen vielleicht jetzt in deinem Fall oder Thai-Massage in Köln oder so. Ne? Das sind dann so Suchphrasen, die aus mehreren Worten bestehen und da, die sind oft, nicht immer, aber oft sind die günstiger wie jetzt nur Thai-Massage oder mhm. Webdesign oder so, weil da gehen alle drauf, da bieten alle ja. drauf und die sind sehr generisch, mhm. also sehr allgemein. Und je spezifischer die Keywords sind, desto günstiger können sie sein. Also das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist aber auch, wie gut die Webseite zu den Keywords passt. Mhm. Ja. Je ja. genauer du dein Angebot beschreibst, das du hast auf der Webseite und je besser der Content matcht mit den Keywords, also je besser das alles zusammenpasst,
desto niedriger kann dann nachher auch der Klickpreis sein, weil Google diejenigen belohnt, die möglichst gut informieren. Ja, das wäre auch so eine Frage gewesen bei mir eben. Was muss man auf der Website beachten, damit sich die Google Ads auch lohnen? Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, das muss auf jeden Fall stimmen auf der Website? Ja, also ich empfehle immer, eine extra Angebotsseite zu erstellen für jedes Angebot, das man bewerben möchte. Also eine individuelle Landingpage. Manche haben das schon, andere haben das nicht. Also es gibt zum Beispiel Webseiten, wo man unter dem Punkt Angebot dann sieht, da werden alle Angebote aufgelistet. Also ich bleibe mal beim Beispiel Physiotherapie, da wird dann aufgelistet, wir bieten Physio an, wir machen Lymphmassage und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Angebote, die in der Praxis sind, dann wird es da so aufgezählt. Und so eine Landingpage wäre nicht ganz ideal, weil einfach der Inhalt zu wenig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Thema Physiotherapie bewerben will, also wenn ich möchte, dass wenn Leute nach Physio, Praxis, Physiotherapeut und so weiter googeln, dass die mich finden, dann wäre es gut, wenn es eine eigene Seite gibt, wo einfach die Physiotherapie beschrieben wird. Also das muss jetzt nicht wahnsinnig ausführlich sein. Es geht nur darum, dass es eine Seite gibt, wo ich schreibe, was biete ich an, wie arbeite ich, was kostet es, wo findet man mich, vielleicht noch zwei, drei Bilder vom Massageraum oder vom Behandlungsraum. Es ist sehr unterschiedlich, eben, also was halt die, womit man die Leute am besten informieren kann auch. Ja. Das heißt auch, dass es dann auch die Seite, die verlinkt wird in der Google-Werbung, quasi wenn ich da draufklicke, dann soll ich gleich auf die Google-Seite kommen, nicht auf die Startseite. Genau. Das ist ein guter Punkt. Also ich kann ja selber bestimmen, auf welcher Seite die Leute landen, wenn sie auf die Anzeige klicken, die ich schalte. Und im Idealfall ist es die Angebotsseite, auf der ich eben dann ganz genau erkläre, wie das Angebot dann im Detail aussieht. Und was eben häufig passiert ist, dass man die Anzeigen auf die Startseite, also dass man einfach die Webseite angibt, weil es auch nirgends beschrieben ist bei Google. Und dann gibt man die Webseite an und das kann in manchen Fällen gut sein, wenn die Startseite schon die Angebotsseiten gut verlinkt oder so. Aber es kann auch sein, dass es nicht so gut funktioniert, entweder weil die Leute suchen müssen und dann keine Lust haben und schnell abspringen. Dann hast du also Klicks, die du bezahlt hast und die Leute springen wieder ab, weil sie einfach zu faul sind zu suchen oder weil sie es nicht finden. Oder was auch sein kann, ist, dass die Klickpreise dadurch teurer sind, weil eben Google sagt, der Content Match passt nicht. Also da wird so viel anderes inhaltlich präsentiert, was jetzt nicht so genau zur Suchanfrage passt. Und das ist schade, weil man sich dadurch eigentlich dann ein bisschen was nimmt. Also dadurch kann es sein, dass Google die Anzeigen weniger schaltet. Oder es kann auch sein, dass die Klickpreise hochgehen oder beides. Und es ist dann einfach nicht so ideal. Interessanter Punkt, ja. Manche fragen sich jetzt vielleicht, was ist besser für mich geeignet, Google Ads oder Facebook Ads? Beides sind ja bezahlte Werbungen. Wie entscheide ich, was für mich jetzt besser ist, für meine Dienstleistung oder mein Produkt? Wovon hängt das ab? Also es gibt einen ganz konkreten Unterschied zwischen Facebook und Google Ads. Facebook Ads, mit Facebook Anzeigen erreiche ich Leute, die im Moment eigentlich mit was anderem beschäftigt sind, also die muss ich unterbrechen. Das heißt, mit einer Facebook-Anzeige muss ich ganz anders eine Aufmerksamkeit holen. Und wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe oder ein Angebot, das noch nicht so bekannt ist oder auf eine Art und Weise, was nicht so bekannt ist, dann kann ich mit Facebook-Ads erstmal eine Bekanntheit bekommen und kann in sehr kurzer Zeit sehr große Aufmerksamkeit kriegen, weil ich ja, wenn ich mehr Budget investiere, auch viel mehr Leute erreichen kann. Mit Google Ads ist es so, dass ich einfach nur die Leute erreichen kann, die googeln. Also wenn im Moment niemand nach meinem Angebot sucht, dann bringen mir auch die Anzeigen nichts, weil die Anzeigen erscheinen nur, wenn jemand nach was sucht, was mit dem Keyword in meinem Konto ausgelöst wird. Also wenn ich jetzt muss ich gerade überlegen, gibt es irgendwie ein Beispiel? Mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, aber wenn ich jetzt
Oder ich erkläre es vielleicht so, es muss auch nicht immer entweder oder sein, sondern es kann auch eine Kombination sein. Ich schalte zum Beispiel dauerhaft Anzeigen oder über einen längeren Zeitraum Anzeigen für meinen Kurs und für mein Webinar. Also ich habe einen Google Ads Online-Kurs, der kostenpflichtig ist, und ich habe ein Webinar, das ist kostenlos. Und für beides schalte ich Anzeigen, weil nach beidem wird gesucht. Also die Leute googeln nach Google Ads Webinar und Google Ads Online-Kurs. Und da erreiche ich über mehrere Wochen, erreiche ich damit Leute, die sich dann anmelden oder bei mir den Kurs kaufen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Webinar anbiete, dann schalte ich zusätzlich noch kurzfristig, also eine Woche vorher, schalte ich noch verstärkt Facebook-Ads, um die Leute auch noch in mein Webinar einzuladen, die gar nicht danach suchen, aber auch Interesse haben, wenn sie dann die Anzeige sehen. Das heißt, es sind zwei Ansätze, zwei strategische Ansätze auch, die man entweder kombinieren kann oder die man unabhängig voneinander nutzen kann. Also je nachdem, was man auch gerade vorhat, wahrscheinlich. Genau. Für den Look. Also ich stelle auch fest, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Liste aufbaue, wenn man so ein Online-Angebot hat und man möchte einfach die Newsletter-Liste aufbauen, dass es dann häufig sinnvoller ist, das mit Facebook-Ads zu machen, weil da die Leadpreise meistens günstiger sind. Aber ich habe auch schon gesehen, bei Kunden, die mit Google Ads tatsächlich relativ günstig die Newsletterliste aufbauen, aber das ist wirklich sehr, das muss man im Einzelfall anschauen. Also es ist sehr individuell abhängig von dem Angebot, das jemand hat, von der Zielgruppe, die jemand erreichen will, und auch von der Branche. Also wenn jemand so eine Branche oder eine Nische hat, die nicht so hart umkämpft ist, dann sind meistens die Klickpreise auch ein bisschen niedriger und dann ist es einfacher. Aber das heißt, wenn ich gerade Dienstleistungen anbiete, vielleicht auch Vor-Ort-Dienstleistungen, wie so ein Orthopäde oder so, Physiotherapeut oder so hat, dann auf jeden Fall Google Ads. Genau, also ich habe die besten Erfahrungen, mache ich mit Kunden, die dauerhaft Kunden suchen, regelmäßig, um zum Beispiel Termine in der Praxis zu füllen. Oder es muss auch nicht unbedingt nur vor Ort sein, aber das ist eben oft der Fall, gerade bei Therapeuten, Coaches oder Beratern. Oder jemand, der auch zum Kunden geht und Beratungsdienstleistungen oder so anbietet. Genau, also so dauerhaft, ne? Dauerhaft Anfragen regelmäßig generieren, weil eben es ja auch dauerhaft immer Anfragen gibt bei Google. Gibt es dann auch so einen Mindestproduktpreis, den ich haben sollte, damit es sich lohnt, dass ich jetzt investiere in Werbung? Sagen wir so, wenn ich vielleicht so ein 5-Euro-Produkt habe, ich verkaufe so kleine selbstgemachte Sachen zum Beispiel, würde sich das auch lohnen oder sagst du erst bei einer gewissen Summe? Also ich glaube, bei 5-Euro-Produkten kann ich sagen, dass es sich eher nicht lohnt. Das ist jetzt so mein erster Gedanke, weil 5 € ist natürlich so niedrig. Da frage ich mich, da müssen ja noch andere Kosten abgedeckt werden. Und da ja nicht jeder Klick auch ein Kauf ist, du musst ja eine bestimmte Masse an Leuten auch auf die Webseite holen, um dann einen gewissen Anteil zu überzeugen, der dann kauft. Und ich würde sagen, wenn es so niedrig ist, also man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen bestimmten, ich hätte jetzt nicht gesagt, es gibt eine bestimmte Höhe an Produktpreis oder so, wo es sich lohnt. Aber 5 € habe ich das Gefühl, ist definitiv zu wenig, ja, weil eben da muss man ja dann noch so viel anderes unterbringen. Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel ein hochpreisiges Produkt habe, sage ich mal, ich habe ein Angebot, das mehrere hundert Euro kostet und das die Leute vielleicht eher als hochpreisig empfinden auch, dann muss ich natürlich damit rechnen, dann brauche ich einfach mehr Leute, mehr Klicks, mehr Besucher, die ich bezahle durch die Anzeigen, bis es zu einem Verkauf kommt, als vielleicht bei einem Angebot, das als niedrigpreisig empfunden wird, oder bei einem Angebot, das Dringlichkeit hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Orthopäden suche, dann habe ich eine gewisse Dringlichkeit vielleicht auch, weil ich Schmerzen habe. Und dann ist die Chance höher, dass jemand sich vielleicht meldet, außer ich habe sehr viel Wettbewerb in der Region. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel meine Steuern
machen will und ich will das nicht, also meine Steuererklärung ausfüllen will und ich will das nicht selber machen und ich suche dann nach einem Dienstleister und es gibt eine Deadline, an der ich das abliefern muss, dann gibt es halt einen gewissen Zeitdruck auch und dann, das erhöht dann eben auch wieder die Chancen, ne? Also es gibt so ein paar Anker, die man einsetzen kann sozusagen, Zeitdruck und Dringlichkeit, ja, um auch die Chance wiederum zu erhöhen. Aber es hängt natürlich auch vom Preis ab. Ja. Wir haben schon beim Preis, denn wie viel Budget muss man denn im Monat einplanen für Google Ads, so als Einzelkleinunternehmer, dass es sich rentiert? Ja. Ja, genau, da haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen, über die Unterschiede auch. Es hängt natürlich sehr davon ab, was jemand, also wenn ich zum Beispiel pro Kunde, weiß ich nicht, sage jetzt mal 150 Euro verdiene, weil der irgendwie dreimal zu mir kommt und irgendwie, das ist ungefähr mein Stundensatz sind irgendwo bei 50 Euro oder so, dann muss man sich natürlich überlegen, wie viele Kunden muss ich generieren aus diesen Klicks, damit sich das lohnt. Und jemand, der irgendwie mit einem Kunden 1500 verdient, kann natürlich mehr einsetzen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so einfach getan mit, wie viel muss ich einsetzen, sondern es ist immer abhängig davon, wie hoch mein Angebot auch ist. Aber ich kann so ganz pauschal sagen, dass meine Kunden, also ich arbeite wirklich nur mit Kleinunternehmern und mit Einzelunternehmern zusammen und die investieren, ich sage jetzt mal im Schnitt ungefähr 200 Euro im Monat in die Klickkosten. Mhm. Es gibt ein paar, die investieren weniger, weil die Klickkosten sehr niedrig sind und dann fallen gar nicht so viele Klicks an, damit dass sie bis an ihre 200 Euro kommen, die sie da einsetzen wollen. Es gibt auch manche, die investieren 300, 400 Euro, weil sie sagen, das kann ich mir leisten und ich kriege so viele Kunden, dass sich das lohnt. Mhm. Aber das ist nicht am Anfang der Fall. Also die meisten fangen irgendwie an bei 150 oder 200 Euro zu investieren für die Klickkosten und dann kann man sich steigern, wenn es dann läuft. Also wenn man dann regelmäßig Kunden kriegt und sagt, ah, es läuft und es rechnet sich für mich auch, dann investiere ich jetzt ein bisschen mehr, um entweder ein weiteres Angebot zu bewerben oder um dieses Angebot noch ein bisschen mehr zu pushen, zum Beispiel. Ich habe da bei dir auch schon so tolle Referenzen gelesen, auch von Kunden, die schon geschrieben haben, sie mussten schon ihre Ads stoppen, weil es so gut läuft. Also ja, das kommt auch vor. Ja, das war lustig, dass man einen guten Kurs mitgemacht hat. Ja. Ja, das kommt natürlich hin und wieder auch vor, dass es so gut läuft, überraschenderweise, dass man denkt, huch, ich komme nicht hinterher. Und das ist natürlich der traumhafte Idealfall. Ja. In den meisten Fällen ist es so, dass die Leute nicht stoppen müssen, sondern dass man schon einfach so eine konstante Zeit einfach wirbt. Also man kann zum Beispiel sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Strategien. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich werde überhaupt nicht gefunden. Ich brauche erstmal überhaupt irgendwie Sichtbarkeit und will das ein bisschen pushen, solange bis ich einen Kundenstrom habe, der dann auch, der mir Empfehlungskunden bringt. Das heißt, man kann es so als Initialzündung verwenden. Und dann läuft das Geschäft irgendwann. Ja. Oder man fängt eben mit einem niedrigen Budget an und steigert sich dann. Und im Normalfall ist es auch so, dass die Leute dann dabei bleiben und einfach so einen gewissen, eine gewisse Höhe einfach jeden Monat investieren und da auch regelmäßig neue Kunden akquirieren. Genau. Wie sieht eigentlich so eine richtig gute Ad aus? Also wie kann ich Leute animieren, dass sie genau auf meinen Link klicken? Hast du da irgendeinen Tipp? Ja, ja, also das eine ist natürlich, dass man sich vielleicht die anderen, also die Wettbewerber mal anschaut, die Anzeigen schalten. Mhm. Und was nämlich häufig passiert ist, dass man abschreibt, aber genau das sollte man nicht tun, sondern man sollte sich dann überlegen, okay, was setzt mich von den anderen ab? Was macht mich oder mein Angebot speziell? Und was könnte meine Zielgruppe eher von mir überzeugen als von den Sachen, die es sonst gibt? Also es gibt ja günstige Angebote, es gibt exklusive Angebote, es gibt vielleicht zeitlich begrenzte oder online, offline, solche Sachen. Und dass man das in der Anzeige schon, also dass man die Besonderheiten betont
Das macht auf jeden Fall Sinn, damit man eben die Zielgruppe auch erreicht, die man erreichen will. Weil bei Google sieht man ja jetzt nicht, das ist auch so ein Unterschied zu Facebook-Anzeigen, bei Google siehst du ja jetzt nicht unbedingt, wer sucht, sondern du kannst einfach nur nach dem Suchvolumen gehen und sagen, okay, ah, das und das und das, diese Suchbegriffe werden gesucht und darauf richte ich meine Anzeigen aus. Aber du, wenn du jetzt zum Beispiel junge Leute von 18 bis 25 erreichen willst, dann musst du vielleicht in der Anzeige eine andere Sprache verwenden, um eher die anzusprechen als Leute zwischen 50 und 70 zum Beispiel. Ja, das ist auch ein guter Tipp, ja. Also einfach den Text auf die Zielgruppe ausrichten. Aber es gibt schon auch so ein paar kleine Kniffe, wie zum Beispiel, was ich immer mache, ist, dass ich die wichtigen Keywords, also so das, was am häufigsten gesucht wird, das verwende ich zum Beispiel gerne im ersten Anzeigentitel. Weil, also der erste Anzeigentitel ist, so eine Anzeige hat, sieht ja aus wie ein ganz normales Suchergebnis und oben ist diese Überschrift, diese blaue. Und da verwende ich ganz oben links ganz gerne das wichtigste Keyword. Oder eins, also so, ich habe ja immer so eine Handvoll von Keywords, die haben ein sehr hohes Suchvolumen und da mache ich unterschiedliche Anzeigen und dann nehme ich immer die Keywords in den ersten Titel, weil das, das ist so, dass dann die Klickrate auf jeden Fall erhöht wird. Super. Und was auch hilft, ist natürlich, wenn der Text der Anzeige mit dem Text auf meiner Landingpage übereinstimmt. Das heißt, das eine ist, die Leute vom Anzeigentext zu überzeugen, aber dann muss das natürlich auch zusammenpassen mit dem Text auf der Webseite, um, damit die Leute auch bleiben. Mhm. Ja. Wie aufwendig ist denn sowas? Also das muss ich mal das Zeit planen für die Erstellung, dann muss ich es betreuen, optimieren. Also wie viele Stunden Aufwand muss ich denn da einrechnen? Also am Anfang, es kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt ganz, wenn man es selber machen will und ganz unbedarft ist und sich mit Google-Anzeigen überhaupt mit der Google-Suche noch nie beschäftigt hat, also auch das Google, dieses Suchmaschinenprinzip noch nicht kennt, dann ist es am Anfang schon wichtig, erstmal sich damit zu beschäftigen. Also erstmal klar zu kriegen, wie funktioniert der Google-Algorithmus, wie funktioniert das Prinzip der Anzeigenschaltung, auf was muss ich achten, auf was achtet Google. Also so die Sachen, die ich vorher so ein bisschen genannt habe, wie das, der Content-Match ist wichtig, solche Sachen. Das heißt, am Anfang muss man natürlich, wie immer, wenn man was Neues lernt, ein bisschen mehr investieren. Ein bisschen mehr Zeit investieren, um diese Dinge zu lernen. Google bietet ja diese Smart-Kampagnen an, wo man praktisch nichts tun muss, außer einer Smart-Kampagne zu erstellen. Das heißt, da muss ich nur meine Webseite hinterlegen und ich glaube, ich gebe noch so ein paar Satzfetzen an und aus denen stellt dann Google die Anzeigen zusammen. Und das ist praktisch so eine ganz einfache Möglichkeit. Google macht dann den Rest. Das heißt, du kannst nicht bestimmen, welche Keywords geschaltet werden, für welche Keywords deine Anzeigen geschaltet werden. Du kannst auch nicht so richtig den Anzeigentext formulieren. Das macht, also du kannst es nicht selber zusammenstellen. Das macht alles Google. Der Vorteil ist, dass man sich dann gar nicht damit beschäftigen muss. Der Nachteil ist, dass das meistens nicht funktioniert, weil eben Google die Webseite nicht richtig versteht oder aus irgendwelchen anderen Gründen, also weil man eben so wenig Einstellungsmöglichkeiten hat, dass Google möglichst weit das Ding aufmacht und halt einfach an alles Mögliche ausspielt, was so irgendwie dazu passen könnte. Ja. Und deswegen würde ich empfehlen, sich am Anfang schon damit zu beschäftigen, damit man die bisschen komplexere Möglichkeit nutzen kann. Und wenn man sich damit am Anfang mal mehr beschäftigt hat und sich da und dann die erste Kampagne aufgesetzt hat, dann ist es immer das gleiche Prinzip. Also es geht immer darum, erstmal die richtigen Keywords zu finden, dann die Anzeigen dazu zu texten, sich zu überlegen, welche Struktur mache ich, also mache ich eine Kampagne oder mache ich mehrere Kampagnen. Das gibt ja so eine bestimmte Struktur im Google Ads Konto. Und wie man das strukturiert, das hängt eben so ein bisschen davon ab, was man erreichen will oder wie das Suchverhalten auch ist. Und dann später, wenn dann, also angenommen, ich setze jetzt einmal alles auf und die Kampagne läuft, dann bei mir ist es auch so, dass ich mich die ersten 4 Wochen sehr viel damit beschäftige. Also da gucke ich 2-3 Mal die Woche rein und gucke eben,
Welche Keywords funktionieren gut? Welche sind sehr teuer? Welche muss ich vielleicht pausieren oder rausnehmen, weil die gar keine Klicks bekommen, aus welchem Grund auch immer? Dann muss ich vielleicht nochmal an der Landingpage ein bisschen was anpassen. Das heißt, das ist so die Optimierungszeit. Und wenn man dann merkt, dass es funktioniert, also in dem Moment, wo dann Anfragen reinkommen, dann funktioniert das Ganze. Und dann ist es eigentlich nicht mehr viel Aufwand. Also dann, auf meiner Kursseite schreibe ich immer 15 Minuten pro Woche. Und ich würde sagen, das ist sehr realistisch, weil ich brauche weniger Zeit. Und ich würde sagen, jemand, der sich nicht so gut auskennt und vielleicht immer mal wieder was nachschauen muss, das sind 15 Minuten pro Woche realistisch. Das ist ja eine gute Zeit, ja. 15 Minuten, die kann jeder investieren. Ja, da geht es eigentlich nur darum, einfach immer wieder mal nachzugucken, einen Check zu machen und vielleicht irgendwie die Textanzeigen mal wieder umzuschreiben oder neue Keywords hinzuzufügen, solche Sachen. Aber das eben, es ist wirklich kein großer Aufwand. Du hast es jetzt schon angesprochen, du bietest ja Google Ads Online-Kurse an. Also es sind begleitende Kurse, das heißt, du machst das mit den Teilnehmern ja gemeinsam dann, ihnen zu helfen, das zu erstellen. Also ich habe aber auch schon gehört eben von Leuten, die haben schon schlechte Erfahrungen mit Agenturen gemacht. Das heißt, die haben das komplett ausgegeben und waren dann ganz enttäuscht, haben viel Geld investiert und ist nichts dabei rausgekommen. Lohnt es sich denn im so einem Fall dann trotzdem, dass ich es jetzt als Laie dann überhaupt selber versuche? Also in den meisten Fällen lohnt es sich schon. Ich habe recht häufig Kunden, die bei Agenturen waren und dann entweder zu mir gekommen sind, dass ich das übernehme, oder noch häufiger ist es eigentlich so, dass die Leute dann sagen, ich will es jetzt selber in die Hand nehmen. Erstens kann ich dann das Geld eher in die Klickkosten investieren und ich will es einfach mal verstehen. Und das funktioniert in den meisten Fällen schon. Es ist natürlich immer ein Einzelfall und wenn jemand jetzt unsicher ist, dann kann man mich ja einfach auch fragen um meine Meinung. Aber in den meisten Fällen liegt es ja daran, dass es mit einer Agentur nicht funktioniert, weil Agenturen sind ja meistens spezialisiert auf eher größere Unternehmen, also ich sage jetzt mal Mittelstand oder größer, weil eine Agentur ja einen gewissen Umsatz machen muss, damit die Mitarbeiter und die Arbeitsräume und alles bezahlt werden. Das heißt, wenn ich jetzt als Kleinunternehmer oder als Einzelunternehmer daherkomme und sage, ich möchte da so eine kleine Kampagne machen, dann gibt es Agenturen, die raten entweder ganz ab und sagen, es lohnt sich nicht für dich. Aber was sie damit eigentlich meinen, ist, es lohnt sich nicht für sie. Oder sie machen es, aber machen es natürlich für einen sehr hohen Preis, weil sie es anders gar nicht machen können. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass bei Agenturen, damit sich das eben rentiert alles, die müssen sehr viele Kunden haben und sehr viele Kampagnen und dadurch ist einfach oft nicht so viel Zeit da, um sich mit dem Business auseinanderzusetzen und man muss sich aber mit dem Business, das beworben werden soll und auch mit der Webseite sehr viel beschäftigen, erstmal und sich einarbeiten ins Thema, um die richtigen Keywords zu finden. Also mit einarbeiten meine ich jetzt nicht wochenlang, aber man muss schon einfach einen gewissen Zeitaufwand betreiben und in Fällen, wenn es dann vielleicht auch nicht läuft, dann wirklich ganz intensiv reinschauen und Optimierungsarbeit machen und also zum Beispiel an der Webs, an der Landingpage arbeiten oder eben die Kampagne optimieren. Und da wird es dann eben manchmal auch teuer. Also wenn eine Agentur sowas dann auch macht und sagt, ja, da müssen wir jetzt optimieren, dann ist natürlich der Beratungsaufwand höher und dann wird es einfach sehr schnell sehr teuer und dann lohnt sich es vielleicht auch nicht mehr. Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Und manche Agenturen haben aber vielleicht auch die Kleinen einfach nicht so auf dem Schirm. Und dann läuft es so nebenher. Und dann fehlt halt auch die richtige Betreuung und deswegen funktioniert es nicht. Also ich mache schon die Erfahrung, wenn es die Leute dann selber in die Hand nehmen, dass es dann oft besser funktioniert. Ja. Und das ist jetzt kein Einzelfall, sondern das habe ich jetzt schon häufiger gehabt. Ja, sehr schön. Also ich werde auch den Link jetzt zu deinem Online-Kurs auch unter diesem Video dann natürlich posten. Ich habe auch diese Woche noch ein Webinar. Ja, am Freitag oder wann ist der genau? Kostenlos ist am Donnerstag, ja. Donnerstag. Genau, also wer jetzt sagt, er möchte erstmal noch im Webinar ein bisschen mehr lernen über Google Ads zum Beispiel, dann kann man auch erstmal ins Webinar kommen. Super, genau, dann verlinken wir das Webinar drunter. Donnerstag, welche Uhrzeit? Um 10. Es gibt auch eine Aufzeichnung für alle, die sagen, sie haben keine Zeit. Ja. Ja, wunderbar. Also
Vielen, vielen herzlichen Dank, Melanie. War sehr aufschlussreich für mich. Ich hoffe auch für dich als Zuseher. Also das Webinar würde ich auf jeden Fall empfehlen, das anzuschauen. Sicher nochmal einige Tipps mehr, als wir noch heute auch schon gehört haben. Und dann entscheiden können, ob du mit Google Ads starten möchtest oder nicht. Gut, dann danke, Melanie. Ich danke dir, Birgit. Genau, bis bald.